Wir befinden uns gerade in der Kantonsschule im Lehen Winterthur. Das ist ein Schulhausbau, der 1926 bis 1928 von den Gebrüdern Pfistern erstellt worden ist. Das Spezielle an dem Gebäude ist, dass sie sehr solide Baumaterialien verwendet haben damals und diese haben auch bis heute überdauert. Leider wurden die Fenster von damals zu einem früheren Zeitpunkt ersetzt. Wir haben jedoch Planmaterial und ein bauzeitliches Fenster, das uns erhalten geblieben sind und uns die Detaillierung aufzeigen. Das Glas von damals ist besonders, weil es handelt sich um Zielglas und das ist eine besondere Herstellungstechnik, bei der aus einer heißen Glasmasse das Glas herausgezogen wird und dadurch eben Schlieren sichtbar werden, die dem Glas eine besondere Lebendigkeit geben. Die Fenster der Kantonsschule im Lee wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersetzt und dabei hat man ebenfalls auf die bauzeitliche Gliederung Rücksicht genommen. Es handelte sich ebenfalls um Holzfenster mit einer Sprosseneinteilung, allerdings waren die Sprossen damals nur aufgeklebt worden außen und diese sind im Laufe der Zeit wieder verloren gegangen. Das Gebäude hat dadurch seine zeittypische Erscheinung eingebüßt. Die Erscheinung der Fenster, sie sehen etwas leer aus, unbelebt und die feinteilige Gliederung des Gebäudes ist eigentlich verloren gegangen, was wir als Denkmalpflege sehr bedauern. Mit dem heutigen Umbauprojekt stellte sich dann auch wieder die Frage nach einem erneuten Fensterersatz. Und wir hatten dann den Wunsch, dass die Fenster wieder detailgetreu nach den bauzeitlichen Fenstern gestaltet werden. Also was die Profilierung betrifft und die Gliederung der Fenster. Das Material sollte wieder Holz sein und diese auch wieder mit Ölfarbe gestrichen werden. Und dieses Ziehglas wird heute nicht mehr hergestellt. Es gibt aber einen Prozess, der das imitiert. Und wir haben nun auch für die neuen Fenster ein Glas verwendet, das eben ein gewisses Spiel hat, sodass man, wenn man nach außen sieht, immer noch dieses Spiel vom Ziehglas wahrnehmen kann.